Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Podcast-Folge. Am Ende ist es Mord. Ganz lange habe ich mich nicht getraut, dieses Projekt für mich zu verwirklichen und zu realisieren. Aber nun freue ich mich wirklich sehr, mit euch zusammen über Fälle aus aller Welt quatschen zu können und euch dieses Projekt endlich vorstellen zu dürfen. Aber ganz kurz einmal noch zu mir. Ich bin Janina, ich bin 25 Jahre alt und zurzeit studiere ich Jura und werde auch bald meinen strafrechtlichen Schwerpunkt angehen. Also nur damit ihr einmal wisst, woher mein Interesse für wahre Verbrechen und True Crime kommt. Genau. Aber damit wollen wir uns jetzt gar nicht lange aufhalten und deswegen starten wir heute auch mit der allerersten Folge. War er der liebevolle und freundliche Nachbar, Freund und Vater? Oder hatte er doch ein dunkles Geheimnis? Vor 2 Wochen musste die Tochter von Manfred Seel ihren geliebten Vater zu Grabe tragen. Im November 2013 bekam Manfred Seel die Diagnose Speiseröhrenkrebs. Die Krankheit nahm ihn körperlich so schnell ein, dass er nur noch 9 Monate zu leben hatte und so starb er schon im Alter von 67 Jahren. Erst ein paar Monate zuvor verloren beide auch ihre geliebte Mutter bzw. ihre geliebte Frau. Später sagte die Tochter, dass es Glück sei, dass sie die Mutter zuerst zu Grabe getragen habe. Sie hätte die Wahrheit nicht ertragen können, ebenso wenig wie sie selbst. Aufgrund des Todes der Eltern musste die Tochter sich neben der ganzen Trauer auch noch um den Nachlass der Eltern kümmern. Zusammen mit ihrem Verlobten entrümpelte sie zuerst das Elternhaus in Schwalbach im Taunus und am 10.09.2014 kümmerte sie sich um die separat angemietete Garage ihres Vaters. Augenscheinlich war es eine ganz normale Garage, die zum Unterstellen von nicht alltäglich gebrauchten Gegenständen genutzt wurde. Außerdem befand sich in der Garage 2 Fässer. Als der Verlobte eines dieser Fässer öffnete, legte sich ihm ein grauenvoller Anblick frei. Manfred Seel wird 1946 als Einzelkind in Kronberg im Taunus geboren. Nach seinem Schulabschluss an der Gutenberg-Schule in Frankfurt begann er eine Lehre als Klischee-Ätzer. Dieser Beruf kann man heutzutage mit dem Beruf Mediengestalter für Digital- und Printmedien vergleichen. 1967 absolvierte er seinen Wehrdienst. Im selben Jahr lernte er seine spätere Ehefrau Margit kennen, welche er 1973 heiratete. Allerdings gaben verschiedene Quellen an, dass die Ehe bereits mit Problemen begann und dass sie beide keine glückliche Ehe führten. Ab 1974 begann er Kunst- und Sozialgeschichte zu studieren, schloss dieses Studium aber nie ab. In den 70er Jahren gründete er mit einem guten Freund ein Unternehmen, welches sich um Gartenbau und Entrümpelungen kümmerte. 1979 wurde dann die gemeinsame Tochter geboren. Allerdings zogen sich leider nicht nur die Eheprobleme durch das Leben von Manfred Seel, sondern auch eine Alkoholsucht. Er begab sich Mitte der 90er Jahre in Entzug. Bis zu seinem Tod lebte er dann in Schwalbach im Taunus, was eine kleine Stadt in der Nähe von Frankfurt ist mit 15.000 Einwohnern. Nachdem die Tochter und ihr Verlobter aufgrund des grauenvollen Fundes die Polizei gerufen hatten, wurde auch das 2. Fass, welches sich in der Garage befand, geöffnet. In den Fässern wurden Leichenteile gefunden. 2 Füße, ein Unterschenkel, ein Kopf und der Torso einer Frau. Bei der Obduktion wurde festgestellt, dass die Arme und Beine mit einer Handsäge abgetrennt wurden. Zusätzlich hatte der Täter sie mit 8 Nägeln in Knie, Becken, Brüste und dem Vaginalbereich sowie das Opfer mit mehreren Stich- und Schnittverletzungen verstümmelt. Durch die Obduktion erkannte man auch, dass die Knochen der Frau auf ein noch verhältnismäßig junges Alter hinwiesen, aber in ihrem Gebiss befanden sich kaum noch Zähne. Dies ließ die Schlussfolgerung zu, dass es sich vermutlich um eine Frau handelte, die bereits über einen längeren Zeitraum härtere Drogen konsumierte. Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass es sich um die seit Herbst 2003 verschwundene Prostituierte Simone Diallo handelte. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens war Simone Diallo 43 Jahre alt. Aufgrund kleinerer Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz war sie bei der Polizei bekannt. Die Besitzerin eines Kiosks, in welchem sich Simone Diallo des Öfteren aufhielt, beschreibt sie als traurige Gestalt und dass sie immer besoffen war.
Ebenso hatte sie leider nie Geld und hätte, um es zu haben, alles gemacht. Weiterhin finanzierte Simone Diallo sich durch ihre Prostitution ihre Drogensucht. Eine damalige Arbeitskollegin von ihr erzählte, dass sie innerhalb von einer sehr kurzen Zeit aufgrund der Drogen sehr stark abgebaut hatte. Nach dem grausigen Fund in der Garage wurde zunächst der Vermieter der Garage verdächtigt, dieser Verdacht wurde aber schnell fallen gelassen. Naheliegend war der Verdacht, dass der Mieter der Garage, also Manfred Seel, etwas mit dem Mord zu tun haben könnte. Dieser Verdacht war und ist für die Menschen in der direkten Umgebung von Manfred Seel sehr überraschend und kaum greifbar. In der Nachbarschaft galt er als der hilfsbereite und freundliche Kumpeltyp, der sich immer den Problemen der Nachbarn angenommen hatte. Er war gut in der Dorfgemeinschaft integriert und er war auch leidenschaftlicher Klarinetten- und Saxophonspieler. Die Art der Vorgehensweise wirft allerdings schnell Fragen bei den Ermittlern auf. Diese weist eher auf einen sadistischen und möglicherweise kannibalistisch motivierten Täter hin. Die Kriminalpsychologin Lydia Benecker erklärte in einem Interview, dass Sadismus bedeutet, dass man sexuell besonders erregt wird durch Leid, Schmerz und Erniedrigung des Gegenübers. Durch den Zustand der Leiche kann davon ausgegangen werden, dass das Opfer vor seinem Tod besondere Schmerzen und auch Leid erfahren haben musste. Auch durch diese besondere Art der Vorgehensweise schließen die Ermittler schnell darauf, dass es sich bei diesem Mord nicht um den ersten Mord des Täters handelt. Es heißt in einem Zeitungsartikel, wer so tötet, tue das meist nicht zum ersten Mal. Es ist also naheliegend, dass Simone Diallo einem Serienmörder zum Opfer gefallen ist. Nun stellt sich den Ermittlern eine besondere Herausforderung. Sie müssen sich nun auf Spurensuche mögliche Opfer begeben. Aufgrund dessen, dass sie den Vermieter der Garage bereits ausschließen konnten, ist der Mieter, wie eben schon angesprochen, Manfred Seel, zum Hauptverdächtigen geworden. Als sie das Haus des Verstorbenen durchsuchen, finden sie 5 Terabyte und eine Zeichnung, die mit den Verstümmelungen von Simone Diallo übereinstimmt. Außerdem stellen sie fest, dass Manfred Seel sich auch in einem Forum aufgehalten hat, in dem es sich um nekrophile Neigungen dreht. Diese Tatsache ist mit der erste Anhaltspunkt dafür, dass die Theorie der Ermittler, es müsse sich hierbei um einen Sadist handeln, auf Manfred Seel zutreffen könnte. Später sagte der Ermittler, dass die gefundenen Bilder als eine Art Inspiration für Seel gedient haben können und er sich die Fantasie geholt hat, welche er im späteren sadistischen ausgelebt haben könnte. Ein alter Arbeitskollege von Manfred Seel berichtete den Ermittlern im Nachhinein auch, dass Manfred Seel ihm einmal im Alkoholrausch von seinen sexuellen Neigungen, namentlich Gewalt und Fesseln, berichtet haben soll. Damals schob er diese Information allerdings auf den Alkohol. Die Ermittler machten sich nun auf die Suche nach weiteren Opfern des möglichen Serientäters Manfred Seel. Am 30.06.1991 entdeckte eine Familie im Wald die Leiche einer jungen Frau. Sie war in einem Gebiet abgelegt, welches eher unüberschaubar war und dafür sprechen musste, dass der Täter sich auskannte. Es handelte sich bei der Toten um die 36-jährige Gisela Singh. Gisela Singh wurde am 4. Juni 1991 das letzte Mal gesehen. Sie war die Mutter einer Tochter. Auch sie passte in das Opferprofil. Sie war ebenfalls eine Prostituierte und HIV-positiv. Sie finanzierte sich mit der Prostitution ihre Drogensucht und brauchte am Tag ca. 150 Euro für Heroin. Auffällig ist, dass dieses Opfer vom Täter versteckt wurde. Das Opfer wurde in einer grabähnlichen Stelle gefunden, in dem es mit Ästen und Zweigen verdeckt wurde. Außergewöhnlich war auch, dass hier die Schuhe, Hose und Socken neben den Kopf des Opfers abgestellt wurden. Auch entfernte der Täter dieses Mal Areale der Haut und innere Organe. Lydia Benecke sagt, dass die Mitnahme sogenannter Souvenirs von Tätern dazu genutzt wird, um sich so lebhaft wie möglich die Erinnerung an die Tat in den Kopf zu rufen und unter Umständen auch die sexuelle Lust zu steigern. Bei der weiteren Recherche stoßen die Ermittler auf einen Fall aus dem Dezember 1993. Zu diesem Zeitpunkt werden in der Nähe einer Autobahn blaue Müllsäcke gefunden, welche den Torso einer Frau beinhalten. Der Rest des Körpers fehlt. Diese Frau wurde mit einem Stich ins Herz getötet und ihr Blut wies einen hohen Methadonspiegel auf. Es handelte sich um die 31-jährige Prostituierte Dominique Monroe.
Sie wurde letztmalig am 3.12.1993 gesehen. Demnach wurde die Leiche vermutlich zuerst aufbewahrt, bevor sie entsorgt wurde. Auffällig war, dass die Müllsäcke relativ sichtbar platziert wurden und dem Täter klar hätte sein müssen, dass diese schnell gefunden werden. Die offensichtliche Verbindung zu Simone Diallo lag darin, dass beide Frauen drogensüchtig waren, ohne festen Wohnsitz und beide Prostituierte. Fast 3 Monate später, am 7.2.1994, ergeben sich neue Hinweise zum Tod von Dominique Monroe. Es werden weitere Leichenteile von ihr gefunden, allerdings blieb der Kopf weiterhin spurlos verschwunden. Weiterhin gibt es aus den Jahren 1998 und 1999 zwei weitere Vermisstenfälle, die ebenfalls in das Opferprofil passen würden. 1998 verschwand die 18-jährige Julia Schröder aus Heidelberg. Wegen ihrer Drogensucht befand sie sich in einem körperlich sehr desolaten Zustand und war untergewichtig. Sie war bekannt dafür, dass sie sich gerade für SM-Praktiken hergab. 1999 verschwand die 32-jährige drogensüchtige Prostituierte Gabriele de Haas. Beide Frauen gelten bis heute als vermisst. Auch wurde Manfred Seel hinsichtlich des Verschwindens des 13-jährigen Tristan Prübach am 26.03.1998 kurzzeitig verdächtigt. Allerdings konnte er nach dem Abgleich mit dem am Tatort gefundenen Fingerabdrücke ausgeschlossen werden. Der Fall Tristan Prübach ist bis heute nicht aufgeklärt. Lasst mich doch gerne auch mal in den Kommentaren wissen, ob der Fall Tristan Prübach ein Fall ist, den wir hier auf diesem Kanal gemeinsam besprechen sollen. Am 25.12.1996 wird in Frankfurt-Sachsenhausen in einer Tüte der sauber abgetrennte Schädel der seit dem 24.07.1996 vermissten Pia Heim gefunden. Abweichend von den anderen war sie keine Prostituierte. Allerdings musste sie aufgrund einer psychischen Erkrankung Tabletten nehmen, welche sich stark auf die Libido auswirkten. So vermuteten die Ermittler, dass sie aus diesem Grund ein stärkeres sexuelles Interesse an den Männern hatte und sich eher auf sie eingelassen haben könnte. Nun stellt sich aber die Frage, welche Verbindung denn Manfred Seel zu den Prostituierten gehabt haben könnte. Er hatte ein Haus, er hatte eine Tochter, er hatte eine Frau und war verheiratet. Allerdings berichtete ein alter Arbeitskollege von Manfred Seel, dass dieser sich schon früher die Wohnung seines Geschäftspartners geliehen hatte, um dort Sex mit verschiedenen fremden Frauen haben zu können. Weiterhin erzählte eine ehemalige Prostituierte davon, dass Seel einmalig ihre Dienste in Anspruch nahm, sie ihn aber niemals wieder als Freier haben wollte. Außerdem wurde er so ab den 90er Jahren regelmäßig samstags auf dem Frankfurter Straßenstrich gesichtet und war demnach ein Stammkunde im Frankfurter Rotlichtviertel. Unter anderem war Manfred Seel, so berichtete eine ehemalige Prostituierte aus der Frankfurter Szene, auch der Freier von Gisela Singh und Simone Diallo. Auch lässt sich sagen, dass Prostituierte für Serienmörder leider leichte Opfer sind, da sie aufgrund des nicht vorhandenen Wohnsitzes eher niemand vermisst und sie aufgrund ihrer Drogensucht für Geld auch eher mitkommen würden. Die Ermittler fragen sich aber auch, ob es bereits Opfer vor 1991 gegeben haben könnte. Schnell stoßen sie auf den ungeklärten Fall Gudrun Ebel. Ihre Leiche wurde am 6.2.1971 gefunden. Sie verschwand am 2.2.1971 nach einem Disco-Besuch. Die Todesursache war die Gewalteinwirkung auf den Hals. Auch entfernte der Täter Teile ihres Unterleibs. Eine Rekonstruktion des Tathergangs ist nach so vielen Jahren allerdings recht schwierig. Gudrun Ebel war zum Tatzeitpunkt 19 Jahre alt und arbeitete als Altenpflegerin und Reinigungskraft in einem Seniorenheim. Sie galt als sehr tierlieb und zuverlässig. Was sie allerdings von den anderen Opfern unterschied, war, dass sie weder Drogen nahm, noch eine Prostituierte war. Allerdings fand man die Leiche von Gudrun Ebel und Dominique Monroe in unmittelbarer Nähe zueinander auf. Auch wies die besondere Art der Kaltblütigkeit eine Verbindung zu den anderen Frauen auf. Beachtlich war auch, dass Manfred Seel für das Seniorenheim gearbeitet hat, in dem Gudrun Ebel arbeitete. Er kümmerte sich dort um die Entrümpelung und Wohnungsauflösung der verstorbenen Menschen. Weiterhin stoßen sie auf den Fall Hatice Erükö-Rüklo. Hatice hatte ihre Heimat verlassen, um in Deutschland Geld zu verdienen, um damit ihre Familie zu versorgen.
Sie fing 1971 in demselben Seniorenheim an zu arbeiten wie Gudrun Ebel auch. Die beiden Opfer kannten sich aber vermutlich nicht. Am 19.04.1971 wird Hatice tot aufgefunden. Vermutlich rutschte sie und der Täter während des Kampfes einen Hang hinunter. An ihr wurden stumpfe Gewalteinwirkungen mittels eines Steins am Kopf festgestellt, sowie zahlreiche scharfe Gewaltspuren, welche ihr möglicherweise mit einem Messer zugefügt wurden. Der Täter entfernte den Schambereich und die linke Brust. Der abgetrennte Schambereich wird in Tatortnähe gefunden, die Brust blieb bis heute verschwunden. Auch ist auffällig, dass die Arbeit von Manfred Seel zum damaligen Zeitpunkt nur 600 Meter vom Fundort der Leiche entfernt war. Auch kündigte er zwischen den beiden Morden seinen Job. Manfred Seel besaß neben des Hauses und der angemieteten Garage auch noch ein Gartengrundstück, welches von Spürhunden ohne Erfolg abgesucht wurde und von den Ermittlern ebenfalls durchsucht wurde. Auf dem Gartengrundstück befand sich eine Gartenlaube. Die Ermittler haben die Theorie, dass er die Fässer dort zuerst gelagert hat, bevor er sie in die angemietete Garage gebracht hatte. Weiterhin bleibt auch unklar, wo die Entrümpelungsfirma ihre Abfälle entsorgt haben könnte. Diese Spur hätte eventuell auch weitere Ansätze dafür geben können, was mit den Opfern wirklich passiert ist. Die Buchführung enthielt keine brauchbaren Informationen darüber und so blieb diese Spur langfristig auch ohne Erfolg. Auch stellten die Ermittler fest, dass es möglich wäre, sich mit den Körperteilen der Frauen, die noch fehlten bis heute, einen eigenständigen neuen Körper zusammenzubasteln. Abschließend ist es wichtig festzuhalten, dass es schwierig ist, dieses Verbrechen endgültig nachzuweisen und ihn für alle Morde und vermissten Fälle verantwortlich zu machen. Problematisch hierbei ist nämlich, dass Manfred Seel bereits verstorben ist. Das heißt, dass er nicht im Wege eines Gerichtsprozesses für schuldig oder unschuldig erklärt werden kann und die Wahrheit dort nicht aufgeklärt werden kann. Demnach bleiben tragischerweise die Hinterbliebenen der Opfer ohne einen möglichen Schuldspruch und eine mögliche Erklärung des Täters zurück. Allerdings ist auch zu beachten, dass die Ermittler davon ausgehen, dass Manfred Seel zwischen 1971 und 2003 für mutmaßlich mindestens 5 Morde an den Frauen Simone Diallo, Dominique Monroe, Gisela Singh, Gudrun Ebel und Hatice Erücke Rüklo verantwortlich ist. Außerdem gilt er in den vermissten Fällen Julie Schröder, Pia Heim und Gabrielle de Haas als Hauptverdächtiger. Die Soko, welche sich der Rekonstruktion des Lebens von Manfred Seel und der Aufarbeitung der Todesumstände der Frauen angenommen hat, hat sich inzwischen aufgelöst. Dennoch dauern die Ermittlungen bis heute an. Falls ihr dieses Video euch gerade anschaut und euch gerade in einer schwierigen Situation befindet, wie zum Beispiel einer Drogensucht oder einer Prostitution, dann habe ich euch Links und Telefonnummern in die Infobox gepackt. So, das war der erste Fall. Ihr könnt mir gerne mal in den Kommentaren dalassen, was eure Gedanken sind und mir gerne auch mal Rückmeldung geben, wie ihr die erste Podcast-Folge fandet. Ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall schon mal ein schönes Wochenende oder einen schönen Start in die Woche, je nachdem, wann ihr dieses Video guckt. Und ich hoffe sehr, dass ihr bald wieder einschaltet, wenn die nächste Podcast-Folge bzw. die nächste Folge hier auf diesem Kanal oder auf Spotify online kommt. Bis dahin, ihr könnt mir gerne hier auf YouTube folgen oder auf meinem Instagram-Kanal, der ist unten verlinkt. Und dann hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen bzw. wieder hören.